Drei Ecken, ein Elfer. Und hier ist Ihr Moderator. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mal nicht vom Sportplatz, sondern hier aus Frankfurt, aus dem Zwischenraum, aus der Aperitivo-Bar hier im Nordend. Hier gibt es gute Getränke, auch leckeres Essen, aber das ist nicht der Grund, warum wir zwei heute hier sitzen, sondern wir sitzen hier, weil der gute Mann Schiedsrichter ist und den wahrscheinlich kuriosesten Pfiff seines Lebens getätigt hat. Kann man das so sagen, Pierre? Kann definitiv, ja. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht, Albert. Also ich habe im Internet auch nochmal geschaut, ich habe nichts Vergleichbares gefunden, was irgendwie ansatzweise so kurios war. Du hast einen Pfiff getätigt, weil Rudelbildung war und ein Spieler, der hat dich jetzt verklagt auf 4.500 €, beziehungsweise 4.500 € war eigentlich die Strafe vom Gericht, jetzt sind es noch 2.500 €, die er als Schmerzensgeld haben wollte. Mhm. Gewalttätiger Schiedsrichter. Genau, also was hast du eigentlich gedacht, als du das gelesen hast? Ja, habe ich ihm aufs Maul gehauen? Nein. Also, das hört sich so an, als ob du wirklich hier der Hooligan-Schiedsrichter bist, ja? Mhm. Und dann jemanden wirklich, keine Ahnung, das Arm gebrochen hast oder zusammengeschlagen hast. Das ist eingestellt worden, das Verfahren. Das wurde gekürzt auf 80 Sozialstunden, die du auch abgeleistet hast jetzt. Genau. Jetzt geht es dann aber nochmal ins zivilrechtliche Verfahren, genau. Ist das richtig? Ja. Okay, dann erklär uns doch mal die Situation, die da vorgefallen ist auf dem Platz. Beim Spiel Klarental, zweite Mannschaft, ja, genau. Bei Sonnenberg 2. Genau, um die 60. Minute gab es einen Foul an der Seitenauslinie Höhe Auswechselbank von Klarental. Mhm. Und alle haben auf einmal die da standen, diskutiert, die klassische Rudelbildung. Ja? Mhm. So, und dann kommst du von weiter dahin, sagst dir mal Ruhe, Ruhe, pfeifst auch mal. Und genauso war es halt in dem Falle auch, dass ich gepfiffen habe. Und ja, der Spieler stand dort. Das heißt, du bist auf die Gruppe zugegangen, genau. Diese Rudelbildung, und hast gepfiffen, so wie man es eben auch kennt. Da, genau, pfeif. Okay, und der Spieler selbst, wo stand der? Der stand rechts neben mir. Okay, und aber das, also es war jetzt nicht so, das ist natürlich auch die Frage, die ich mir dann auch stelle und die auch die User, unter anderem der Said Akri, der hat mir auf Instagram geschrieben, wo war denn der Spieler? Hast du gezielt den Spieler angepfiffen oder hast du in die Menge gepfiffen? Wenn du jetzt quasi hier die Rudelbildung hast, gehst du hin, pfeifst und wenn ja hier der Spieler steht, klar, dass er das dann abbekommt, aber ja. Ich bin ja mit im Fokus auf die Spieler, pfeife, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ist dir sowas oder irgendwas Ähnliches schon mal passiert, dass ein Spieler dich aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hey, sag mal, kannst du dich ein bisschen leiser pfeifen? Ja. Ja? Ja, beim Anpfiff. Wenn dann der Rechtsaußen neben dir steht, du pfeifst an und ja, dann gibt es halt mal kurz das Halten, ja. Mhm. Aber, also ich sag mal, man kann ja jetzt auch nicht so leise pfeifen, dass es nur der Spieler neben dir hört oder drei Spieler neben dir, sondern es muss ja wirklich der ganze Sportplatz hören. Mhm. Es muss eigentlich auch noch der Zuschauer oben auf der Tribüne, in Sonnenberg haben wir eine tolle Tribüne, da muss er das natürlich auch hören und muss sehen, da ist was. Wie hat denn der Spieler in der Situation reagiert? Hat der Spieler sich direkt die Ohren zugehalten oder ist er zu Boden gegangen oder wie hat er reagiert? Ja, also zu Boden ist er nicht gegangen, der hat dann, stand ja neben mir, hat dann direkt gehalten. Also, ich habe das natürlich dann auch nach dem Pfiff gemerkt, okay, der hält sich das Ohr. Hat er aber auch wirklich schon so, ey, was soll denn das? Pfeift da, schreit rum, ja. Also wirklich schreit. Wegen dem Pfiff? Ja, ja, klar. So, okay. Schreit mich dann an und ja, dann hat sich das irgendwann beruhigt, dann geht das Spiel auch weiter. Leider hat sich der Spieler halt dann gar nicht mehr eingekriegt und musste dann, ich glaube, 2 oder 3 Minuten später habe ich dann mit der roten Karte noch des Feldes verwiesen. Weil denselben Spieler? Denselben Spieler, genau. Der hat ja, weil ich habe nämlich gelesen. Der hat mich noch beleidigt und ja. Es schien mir eh ein sehr hitziges Spiel gewesen zu sein. 8 gelbe Karten, 1 rote Karte gab es und komischerweise die rote Karte auch in der, zumindest steht es da so auf fußball.de, in der 60. Minute, in der ja auch die Rudelbildung gewesen ist. Aber das war danach. Das war danach. Also das Spiel war ja schon, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es fortgesetzt war. Müsste ich vielleicht nochmal im Spielbericht nachlesen, weil ganz klar, also 3,5 Jahre später, seitdem, keine Ahnung, wie viele Spiele schon wieder gepfiffen. Wie war es denn eigentlich mit den umliegenden Spielern? Auch eine Frage zum Beispiel, die gestellt wurde im Internet von Lennart Günther. Wie haben die denn eigentlich reagiert? Da kam gar nichts. Da kam gar nichts? Nein. Standen die weiter weg oder woran lag es? Das kann ich nicht sagen. Also da ist noch nicht mal irgendein Spieler hingegangen oder auch von Klarental ein Spieler gekommen. Ey, was hast du da jetzt gemacht? Ja? Du hast ihm jetzt da irgendwie zu laut ins Ohr gepfiffen, obwohl er ja.
Was ich zum Beispiel auch an dieser Sache relativ skurril finde, ist, wenn ich mir die Bilder angucke in der Champions League, im UEFA Cup, wenn da internationale Schiedsrichter in den Katakomben stehen und pfeifen, dass man gleich, dass die Mannschaften rauskommen sollen, eine Mannschaft steht teilweise dann schon da, dann ist das in einem Innenraum und die Laute ist trotzdem, die Pfeife ist dieselbe wie auf dem Platz und alles sehr laut. Und da beschwert sich auch keiner. Klar, gibt es da die Spiele, die dann mal zurückzucken oder sich erschrecken, aber da gab es noch keine Klage. Selbst wenn ich dann da drin stehe und pfeife, also mir tut es auch immer noch nicht weh. Ja, es ist merkwürdig, aber man muss natürlich auch irgendwie den Spieler verstehen, sage ich mal, der dann auch sagt, er leidet jetzt unter einem Tinnitus. Wir hören jetzt auf jeden Fall erstmal die Meinungen an, unter anderem auch vom Kreisschiedsrichterobmann aus Wiesbaden, Ingmar Schnur. Zum Thema Pfiff ins Ohr, meine Schiedsrichterkameraden Pierre Hackle, finde ich, dass man sich an einen Tisch setzt und es unter vier Augen klärt und damit nicht die Gerichte belasten sollte. Seit 3 Jahren selbst Schiedsrichter und seit 33 Jahren mit Fußball zu tun und jetzt vor kurzem erst das erste Mal gehört, dass ein Schiedsrichter verklagt werden soll, weil er seinen Job auf dem Platz gemacht hat. Wenn ein Schiedsrichter bei einer Rudelbildung nicht pfeifen darf oder sich erst umschauen muss, ob er jemanden verletzen sollte durch diesen Pfiff, dann verstehe ich diese Fußballwelt nicht mehr. Sollte es tatsächlich in dem Fall zu einer Verurteilung kommen, dann frage ich mich tatsächlich, wie es mit den Schiedsrichtern weitergehen wird. Weil das nun mal denen ihr Hobby zu pfeifen und es ist wie, als würde man uns verbieten, präzise, hart aufs Tor zu schießen. Ich glaube, dass es eine schwierige Situation ist, die da passiert ist. Ich persönlich würde mir wünschen, dass sich die Verbände vielleicht mal zusammenraufen und mit den Parteien ins Gespräch gehen, vor allen Dingen da ihre Hilfe anbieten, wenn es da wirklich, sag ich mal, zu Schäden im gesundheitlichen Bereich gekommen ist. Ich glaube, jetzt Geldstrafen da gerichtlich rauszuhauen für Leute, die sich jedes Wochenende da ehrenamtlich hinstellen und unsere Spiele leiten, dafür Zeit opfern und die auch extrem wichtig sind für uns alle, glaube ich, wäre der falsche Ansatz. Man darf, glaube ich, auch gar keinen Präzedenzfall schaffen für sowas. Von daher, meine Meinung ist, lasst es sein, setzt euch an einen Tisch und bereinigt die Sache auf andere Weise. Ja, interessant, die Aussagen von den Spielern oder auch vom Kreisschiedsrichterobmann. Finde ich fast schon noch die beste Wahl, sich an den Tisch zu setzen und einfach zu sagen, hier, scheiß Aktion. Also ich würde mich auch mit dem an einen Tisch setzen, dass man da einfach sagt, okay, pass auf, so und so und so und da zu einem Ergebnis kommt. Für dich würde ich habe damit gar kein Problem. Du bist offen für eine Entschuldigung, einfach am Tisch, ohne das vor dem Gericht zu machen. Ich bin offen für alles, klar. Ich habe leider nicht mehr die Möglichkeit, mit dem Spieler selbst, mit dem Philipp zu sprechen, beziehungsweise ihn vor der Kamera zu sprechen. Es war mir nur noch möglich, ihn ans Telefon zu bekommen. Und das hat er dazu gesagt. Ich stand, wie gesagt, so geschätzt 2-3 Meter entfernt von der Situation. Mit dem Rücken, war ich zu diesem Rudel. Und habe dann irgendwann gesehen, dass der Schiedsrichter von hinten, aus dem Augenwinkel, habe ich dann irgendwann gesehen, dass er dann an mich herangetreten ist und habe dann plötzlich einen lauten Pfiff gehört, So laut habe ich den noch nie gehört. Ich hatte bei der Polizei 20, 30 Zentimeter angegeben, hatte nochmal vor Gericht gesagt, als die Richterin mich gefragt hat, ob es denn wirklich 20, 30 Zentimeter waren. Ich habe ja gesagt, das war geschätzt, es hätten auch 50 Zentimeter sein können. Jedenfalls war es sehr nah und viel zu nah an meinem Ohr. Aber würdest du ihm Absicht unterstellen? Guck mal, ich würde ihm Absicht unterstellen. Also, er weiß genau, was er gemacht hat. Er ist bewusst auf mich zugekommen. Ich hatte ja damals auch versucht, über den André Meutz ans Spieler ranzukommen, weil ich wollte gern Unabhängiges zeugen. Dann hieß es nur, der Trainer möchte nicht, dass sich die Spieler einmischen. Den Oliver Kroll habe ich dann irgendwann noch mal ein halbes Jahr später gesehen, auf dem Sportplatz bei uns. Der hat mir dies bestätigt. Der Trainer wollte, dass sie sich nicht einmischen. Heißt, er wollte nicht, dass sie zur Wahrheitsfindung beifinden. Anders kann ich das nicht deuten. Das fand ich schon ziemlich mies. Ich möchte auch gerne klarstellen, mir geht es absolut nicht um Geld. Überhaupt nicht. Ich bin seit 8 Jahren selbstständig, mir geht es finanziell sehr gut. Das ist gar nicht mein Anliegen. Mir geht es einfach nur um Gerechtigkeit. Und ich will nicht, dass sowas durchgeht. Der Schiedsrichter hat sich im Vorfeld als Opfer dargestellt. Und so getan von wegen, es kann immer mal ein Spieler an ihm vorbeilaufen. Wir wollten das außergerichtlich klären, ein Anwalt und ich. So ein Opfer-Täter-Ausgleich, wie sich das nennt. Das Problem ist, dass circa ein halbes Jahr konnte er nicht ermittelt werden. Alle Briefe,
die mein Anwalt ihm geschickt hat, sind wieder zurückgekommen. Die Staatsanwaltschaft konnte ihn nicht ermitteln, ja? Aber meine andere Frage, Philipp, wenn ihr das doch schon außergerichtlich regeln wolltet, warum setzt ihr euch da nicht... Ja gut, aber warum ist es dann jetzt zu einer Gerichtsverhandlung gekommen? Weil ihr hättet euch ja auch an den Tisch setzen können, so wie es der Ingmar Schnur gesagt hat und einfach drüber sprechen, Hand drauf und gut ist. Die haben doch sogar dann, guck mal, die Briefe, die dann zugestellt werden konnten, wurden dann sogar ignoriert ohne Antwort. Ja? Ja gut, aber du hättest doch auch persönlich zu ihm gehen können. Du hättest ja auch keinen Anwalt einschalten müssen dafür. Wo soll ich denn persönlich zu ihm hingehen? Sag mal bitte, wo soll ich persönlich hingehen? Schiedsrichtervereinigung Rheingau-Taunus-Kreis anschreiben? Ja, Schiedsrichtervereinigung. Kannst du mal den Christian Weiner fragen? Der hat dreimal angeschrieben. Und es kam nie eine Antwort zurück. Ja? So viel zur Schiedsrichtervereinigung. Warum lässt sich das Ganze jetzt im Nachgang nicht normal regeln, dass man sich an den Tisch setzt? Guck doch mal, ganz einfach. Der hat mir 1000 Schmerzensgeld angeboten. Ja, so, das habe ich abgelehnt. Ja. Aber warum? Guck doch mal, weil das meines Erachtens nicht angemessen ist. Ja, so, und die haben mich auch vor Gericht gefragt, was angemessen ist. Ich habe gesagt, da habe ich keine Ahnung, da muss ich mich mit meinem Anwalt drüber unterhalten. Ja, das weiß ich nicht. Aber für den Fall, dass mein Team es immer bleibt und ich habe ihn immer noch, habe ich gedacht, sind 1000 Euro natürlich nicht angemessen. Ja, und ich glaube, das würde jeder so sehen. Aber du hast doch den Tinnitus auch schon gehabt, als du ihn versucht hast zu kontaktieren, der hätte dir doch auch ein Gespräch am Tisch gereicht. Warum reicht es jetzt nicht mehr? Albert, ich weiß nicht, ob du mir zuhörst. Schon eigentlich. Selbst danach wurde er angeschrieben. Sein Anwalt wurde angeschrieben. Es kam keine Antwort zurück. Ja, aber darauf will ich ja gar nicht hinaus, sondern mir geht es ja darum, als du nach dem Spiel versucht hast, ihn zu kontaktieren, mehrfach oder wochenlang, da hattest du ja auch schon den Tinnitus. Guck mal, ich bin sogar direkt nach dem Spiel zu ihm gegangen. Ja, ich verstehe das auch. Ich verstehe das voll und ganz. Was ich aber nicht verstehe ist, du hast ja danach schon versucht, mit ihm zu reden. Das heißt, du hättest es auch schon da oder wolltest es damals auch schon außergerichtlich klären. Warum ist das jetzt nicht mehr möglich? Weil die Schmerzen oder den Tinnitus hattest du damals ja auch schon. Ja, ich verstehe jetzt nicht, wo du hinaus willst. Ich habe doch alles Mögliche getan. Ich habe doch alles Mögliche getan. Ja, Briefe sind nicht angekommen. Briefe wurden ignoriert. Ja, ich habe doch alles Mögliche getan. Ich habe doch vor Gericht sogar gesagt. Vor Gericht habe ich doch sogar ausgesagt, ja, dass ich für einen Täter-Opfer-Ausgleich war. Ja, das muss er doch zur Kenntnis nehmen. Das weiß er doch. Okay, also mir jetzt hier so einen Strick zu machen, ist glaube ich, falsch. Nein. Ich bin neutral. Ich will niemandem irgendwie einen Strick draus drehen. Ich möchte auch niemanden negativ dastehen lassen, sondern ich möchte einfach nur die Situation klären, weil ich denke mir, sowas kann man eigentlich auch ganz normal mit einem Handschlag regeln und mit einer Aussprache. Deswegen frage ich mich, wäre es denn jetzt immer noch möglich, das Ganze außergerichtlich zu klären? Weiß ich, das müsste ich jetzt mit meinem Anwalt nochmal sprechen. Der Gerichtstermin steht fest. Ja. Das ist, keine Ahnung, ein Verhandlungslabor oder keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich müsste mich da jetzt nochmal mit meinem Anwalt, ich prinzipiell von meiner Seite aus will ich nicht sagen nein. Das hat am Anfang gesagt, das will ich auch jetzt noch sagen. Das ist jetzt also die Aussage vom Philipp. Ich lasse das mal so stehen. Ja. Was sagst du dazu? Puh, ja, was soll ich denn sagen? Man hätte sich außergerichtlich einigen können, ganz klar. Was sagst du zu dem Vorwurf, dass er meint, er hat dich nicht erreicht, mehrfach, oder sein Anwalt hat dich nicht erreicht? Das kann gut sein. Ist auch, weil ich da in der Zeit auch mal umgezogen bin. Ja, keine Ahnung, habe ich vielleicht auch mal 3-4 Wochen vielleicht vergessen, mich umzumelden. Aber es gibt ja trotzdem noch genug andere Möglichkeiten, an mich ranzukommen. Ja? Also dann guckt man einfach mal im Internet, dann guckt man bei Facebook, dann guckt man bei Insta. Über die Schiedsrichtervereinigung hat er auch gesagt, hat er das versucht. Natürlich, aber da ist natürlich jetzt die Frage, hat er über Wiesbaden das probiert oder über Rheingau-Taunus? Aber selbst wenn er es über Wiesbaden probiert hat, geben die das ja an den Rheingau-Taunus weiter. Ja? Also es gibt genug Möglichkeiten. Es gibt den Ingmar Schnur, hätte man anrufen können, die Nummer steht auch irgendwo, dann sagt man hier, ich habe das Problem mit dem Spieler, mit dem Schiedsrichter, kannst du da was klären? Dann guckt man im Rheingau-Taunus, da sind auch die Telefonnummern da. Zur Not probiere ich das doch über den Hessischen Fußballverband. Das ist auch das, was ich ihm später nach dem Spiel gesagt habe. Also ich muss ja keine Personalien direkt rausgeben. Mhm. Kannst du über den Hessischen Fußballverband bekommen. So, darüber hat er sie ja wahrscheinlich auch bekommen, sonst hätte er ja auch nicht meine Anschrift gehabt damals. Okay. Ja? Wie ordnest du jetzt seine Aussage ein? Weil er sagt ja, er wäre eigentlich grundsätzlich auch offen, das Ganze außergerichtlich zu klären. Ja, also bin ich natürlich auch. Ja. Man kann das auch außergerichtlich klären, definitiv. Es wurden 1000 Euro angeboten, damals nach der
strafrechtlichen Geschichte, aufgrund dessen, dass die Richterin eigentlich auf diese Idee kam, zu sagen, okay, passen Sie auf, es werden jetzt hier 1.000 Euro angeboten, nehmen Sie es an, dann ist aber hier alles auch geklärt für die Zukunft. Das wollte er nicht. Wollte er natürlich auch mit seinem Anwalt drüber sprechen. Aber er ging ja damals in diese Verhandlung oder hatte damals angegeben 2.500 Euro Schmerzensgeld. Jetzt sind wir bei 5.000 Euro. Keine Ahnung, ob es bis zur Verhandlung noch was kommt, dann sind wir bei 7.500 Euro. Also wenn es immer in 2.500 Euro Schritten weitergeht, ja. Okay. Eine sehr kuriose Situation auf jeden Fall. Ist mir bisher in meinen über 30 Jahren Fußball auch noch nie untergekommen. Habe ich noch nie erlebt. Das Einfachste wäre gewesen, du hättest dieses Spiel mal gefilmt und kommentiert, dann hätten wir direkt nach dem Spiel alles gehabt. Das stimmt natürlich, das stimmt. Ja, aber ich war leider nicht da und ich habe keine Einladung von beiden Vereinen bekommen. Also, Klarental und Sonnenberg, ihr seid schuld für dieses ganze Dilemma. Also beim nächsten Mal bitte eine Einladung. Mein Lieber, was wünschst du dir, wie das Ganze ausgeht? Ja, ich wünsche mir, dass es gut ausgeht. Das, gut, aber das liegt natürlich dann auch wieder in der Entscheidungsgewalt des Richters, des Gerichtes. Willst du lieber eine gerichtliche Einigung haben, weil es dann schriftlich ist, dass es geklärt ist? Oder würdest du sagen, okay, Handschlag drauf, alles cool und fertig, das Ding ist für mich durch? Kann man auch machen. Also, du, ich bin da offen für alles. Ich möchte eigentlich, dass jeder danach immer noch den Spaß am Fußball hat. Ja, also ich bin wirklich am Überlegen, wenn das jetzt so dann eintrifft, dann tue ich die Pfeife an den Nagel hängen, nicht die Schuhe, sondern die Pfeife, weil dann habe ich da auch keine Lust mehr drauf. Natürlich habe ich während der ganzen letzten Zeit auch weiterhin Spiele gepfiffen, habe aber seitdem jetzt das feststeht, dass die Verhandlung ist, direkt auch da dem Obmann gesagt, also die momentan möchte ich dann gar nicht pfeifen. Das heißt, wenn es negativ für dich ausgehen sollte, dann hörst du auf? Werde ich wahrscheinlich aufhören, ja. Dann mache ich vielleicht nochmal so eine Abschlussrunde und fertig. Ihr beiden, ja, das gilt natürlich auch dir, Philipp. Schade, dass du nicht da bist. Ich hätte gerne beide hier gehabt. Ich hoffe, ihr könnt euch auf irgendeine Art und Weise einigen. Und ich hoffe natürlich auch, ihr beide bleibt dem Amateurfußball treu. Danke dir, Pierre, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal irgendwo auf den Plätzen hier im Rhein-Main-Gebiet. Auf jeden Fall. Danke auch euch, dass ihr zugeschaut habt. Und euch sehe ich dann hoffentlich demnächst auch wieder irgendwo auf dem Platz, wenn es dann ums Sportliche geht. Also, bis dann. Tschüssikowski. Ja.